Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 3 Special. Hat das was gebracht mit Leveln? Ich habe das Spiel so ein bisschen gelevelt. Ist was dabei herausgekommen? Boah, nicht wirklich viel. 6 Level habe ich gemacht insgesamt. Also, es hat sich nicht so wirklich gelohnt, ne? Das ist was heißt, es hat sich nicht so wirklich gelohnt? So langsam ändert sich das Eichhörnchen, oder wie sagt man? Muss ja alles langsam gemacht werden, ne? So. Nicht einmal alles auf einmal wollen. So. Ja, du bist ja noch zu Gang, ne? Dann lassen wir mal. Du bist schon wieder kaputt. Was ist los mit dir? Ich habe keine Tränke gerade. Mal kurz Tränke. So. Kann ich deshalb kurz das andere Zeug wegpacken hier. So. Ich habe fürs nächste Mal Leveln Rezepte rausgesucht. Damit es effizienter geht. Und zwar soll man für ab Level 37, was wir ja schon sind, aus 2 Insektenhaut und ein Ei Pico Pico Hammer herstellen. Womit wir dann das mit Altmetall aufrüsten. Was halt was halt sehr gut sein soll. Ja, es soll halt sehr gut sein. Und danach soll man. Achso. Und danach anschließend soll man ja. Hab ich ins Wasser geschmissen. Und ab Stufe 51 oder so. Soll man aus Apfel und Butter beim Schmieden herstellen. Ein Lutscher. Und den soll man dann auch mit Altmetall verbechern. Immer wieder. Um zu leveln. Das ist die einzige Möglichkeit, irgendwie zu leveln. Laut Internet. So effektiv. Deswegen Eier behalten. Schade, dass du keine Eier legen kannst. Wir schauen mal. Ich habe 2 Insekten heute da. Ob das wirklich funktioniert. Schau mal, Gegenstand herstellen. Einmal ein Ei. So. Und dann 2 Insekten heute. Ich denke, mit Insektenhaut ist das hier gemeint. Insektenpanzer, ne? Ich weiß ja nicht, das ist ein englischsprachiges Forum, aber es gibt halt keine anderen Sachen außer hier hübscher Panzer. Dementsprechend mal gucken. Ich weiß nicht, wie selten das ist. Gibt, glaube ich, nichts anderes außer das, oder? Soll ich mal gucken, ob ich noch Insektenhaut finde. So, sortiert mal. Es gibt halt nichts anderes. Das ist halt das Ding. Eventuell ist das halt auch ganz selten. Hübscher Panzer. Kann auch das gemeint sein? Ich komme mal. Mach einfach mal aus Spaß. Nee. Ja, ich muss das öfter ausprobieren. Das will aber nicht. Das. Kann das sein, dass auch die Reihenfolge wichtig ist? Das funktioniert so nicht, ne? Das funktioniert so nicht. Magisch Pulver, Schulterstück, Hammerstück, Erdkristall, Schiedpulver, alte Bandage. Nee, also das geht nicht. Gut, ich werde dann mal das nächste Rezept ausprobieren. Es geht halt erst, das müsste eigentlich gehen, aber ich weiß nicht, ob das in den Insektenhaut gemeint ist. Ist wahrscheinlich wieder so eine seltene Sache? Muss ich irgendwie Tiere jagen? Ich weiß es nicht. Hm. Oh. Meine Güte. Hier ist wieder eine Menge los. Ach, ich sammle das einfach mal ein.
Also ich hab mir ja Gedanken gemacht, wie ich am schnellsten level und so weiter, ne? Weil ich will ja auch hier nee, nicht ganz halt hängen, ne? Ist ja so. Ich will ja auch die goldenen Sachen haben. Die goldenen Sachen will ich haben. Ich bin der goldene Ritter, also muss das ja auch irgendwie. Muss ja. So, erstmal alles rein. Das lohnt sich gar nicht, alles zu verkaufen, ne? Ich pack's einfach in die Box. Einfach wegtun. Also ich habe ein paar Level gemacht, so ist das nicht. Vielleicht kann ich sogar jetzt Farmbrot schon mal holen, aber ich glaube erst ab Level 60 konnte man das wirklich, also laut Internet erst ab Level 60. Aber vielleicht hat sich ja, vielleicht gibt es ja eine prozentige Chance, dass man es jetzt schon herstellen kann. Wir schauen mal. Nee, alles gut. Alles gut, alles gut. Mal gucken. Nein. Okay, Level 60. Ich zeige euch, welches Level ich bin. Ich bin mit dem Schmieden 48. Das ist halt noch 12 Level, die fehlen. Es ist halt wirklich ein bisschen. Ja, also, da macht man sich halt ein bisschen Sorgen. Überlegt man halt schon, was man tun kann, damit man hier Level schneller schmiedet. Aber irgendwie finde ich nichts so Insektenhaut. Was? Zacharias stiften gerade Ärger. Nee, ich will nicht. Käfer stiften gerade. Möchtest du dich darum kümmern? Ja, genau. Monsterfrage. Wo denn? Wie unpässlich. Ich mach's einfach mal für ihn. So, Welks, wo bist du? Bist hoffentlich zu Hause. Opa. Da bist du. Ah, guten Tag. Hallo, grüß dich. Ich möchte reden. Bin hier wegen dem Auftrag. Geht's um die Anfrage? Ja, ja, da stand hier, das Monsterproblem machen. Genau, das ist ein Ärgernis geworden. Moldkäfer. Ja. Eine uralte Ruine im Privera-Wald. Ich kümmere mich drum. Eventuell ist das sogar das genau das, was ich suche. Weiß man ja nicht. Käferhaut brauche ich. Insektenhaut. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Neu. Zwiebel. Hm? Ich meine, warum nicht? Ich nehme einfach mit, dass ich kriegen kann, ne? Ich nehme einfach alles mit. Das ist ein Käfer. Käfer, da war einer, noch 5. Tropf mal was. Nur einer übrig. Ja, ich hätte trotzdem gern. Insektenhaut. Das waren jetzt alle, ja, ja. Trotzdem ein bisschen Schlachtkarriere noch schon ein bisschen, ne? Ich will halt nicht offscreen farmen, das. Ich will halt nicht offscreen farmen. Gib mir noch was. Festes Horn. Nee, das ist alles wirklich nicht toll. Hier sind keine Dinger. Ich hab Angst gehabt. Ja, die tropfen halt nur so ein Fadenzeug, ne? Das sind ja keine richtigen Insekten. Also schon, aber. Ja, ist nicht das, was ich suche. Nicht das, was ich suche. Ein hübscher Panzer, ja, witzlos. Das ist nicht die Insektenhaut. Eventuell ist sogar ganz selten. Also die Herstellung. Vielleicht klappt es deswegen nicht. Vielleicht muss ich öfter versuchen. Ja.
6000 werden, ne? Ach ja, wie mache ich das jetzt am besten mit Leveln? Na, egal. Wir gehen jetzt mal zu Welts, geben die Quest ab. Und dann schauen wir nochmal. Welts, ihr habt die Quest erledigt. Grüß dich, ich möchte reden. Ja, schau mal, da gerade nicht aufgehört. Wir, so eine Quest haben wir schon öfter gemacht, ne? Ja. Ist jetzt nichts Besonderes. Colette sucht Helfer. Guck mal. Ich suche jemanden, der ein Geheimnis bewahren kann und nicht überall herum erzählt und der weiß, wie ich größer werden kann. Keine Ahnung, wie du kriegst, weiß ich nicht. Ja. Wo ist sie denn? Da ist sie. Halt, stopp! Wie geht's, Miku? Hallo? Hast du gesehen, was ich auf die Anschlagtafel geschrieben habe? Ja, wobei benötigst du Hilfe? Also ich nun, ist es so, ich will wachsen. Ja, das wusste ich schon. Stimmt. Ich dachte, irgendwann würde ich endlich wachsen, aber bisher tut sie nichts. Ich habe Miriam Rat gebeten, aber sie meinte bloß, ich wolle Sport machen, viel essen und genug schlafen. Warum willst du denn überhaupt wachsen? Damit ich eine gute Köchin sein kann. Ich will die beste Köchin der Welt werden, also muss ich wachsen. Oh, verstehe, Moment, hä? Bitte, Miku, du musst mir helfen, größer zu werden. Na klar, ich helfe dir gerne. Was bitte hat die Körpergröße mit dem Kochtalent zu tun? Ich danke dir. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Na, schauen wir mal. Ich denke, vorerst... Wir sollten Marys Ratschläge ausprobieren. Klingt ein guter Ausgangspunkt. Alles klar, beginnen wir mit dem Sport. Gehen wir zum Privera Hallenden Stein und schnappen uns den einen oder anderen Apfel. Hallende Stein, Privera, weil bring mich zum Privera Hallende Steine, Miku. Ja, okay, komm mit. Hallende Steine, Privera. Wir sind jetzt im Regenbogenweg. Sonniger Weg. Da sind wir doch. Bingo, den einen oder anderen Apfel hätten wir. Diesen Punkt können wir also abhaken. Der nächste Punkt auf der Liste ist viel Essen. Glaub mir, ich werde kochen, kochen, kochen. Tada, Apfelkuchen, Apfelsaft und auch den einen oder anderen Bratapfel. Habe ich auch noch schnell zubereitet, weil ich es kann. Boah, du hast praktisch ein ganz Festmahl gekocht. Wenn man viel Sport macht, muss man auch entsprechend viel essen, auf dass sie wachsen möge. Jetzt wird gefuttert. Colette meint es wirklich ernst. Sie ist im Wald ihre Runden gelaufen, hat ihre Kochkünste auf die Probe gestellt. Sie gibt sogar ihr Bestes um alle... Colette? Was ist denn? Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber... Was denn? Komm schon, kannst du mir sagen? Hast du nicht einfach gemacht, was du immer machst? Miku, ich werde kurz ohnmächtig. Du kannst doch den Rest essen. Was? Nun, damit sollte wohl auch der Punkt genug Schlaf abgedeckt sein. Yay. Das ist meins. Ich glaube, ich mops mir das jetzt halt einfach. Ja, will ihrer Scheiße. Ich möchte Rezepte lernen. Ja, dann gucken wir mal bei Waffenbrot, oder? Oder, na, Zubehörbrot ist immer gut. Immer gut. Geht ja immer. Ja, komm, gib her, mach. Lähmungsring, Amethystring. Und gar nichts mehr. Gut. Ach, mich ärgert das. Das ärgert mich gerade. Dieser eine Insektengedöns. Und dieses eine Gericht ist viel zu teuer, um es zu verschwenden. Wie teuer ist das? 3000? Das kann weg, das kann ich behalten, aber das kann ich verkaufen. So. Ich war hier, war doch noch irgendwas anderes. Was war das? Das will ich halt auch verkaufen. Was ist so viel Geld ist das wert? So viel. Das. 6000. Ja, 3000 ist okay. Kann man noch essen. Dann fühlt man sich nicht schlecht bei. Aber hier. So Bratapfel. Oder hier ein Omelettreis. Das ist halt arschteuer. Nicht wahr? Ja. Bitteschön. Ja gut, ich verschwende jetzt einmal noch kurz diese hübschen Panzer-Insekten-Dinger. Gibt das wenigstens Ruhenpunkte noch? Wo ist denn das jetzt? Ja, 60%, komm.
Wieso bringt mir alles zum Einschlafen? Warum? Liegt das an meiner Ausrüstung? Ich weiß nicht. So, wir versuchen nochmal. Ohne Rezept bitte. Ich brauche, nein. Ein Ei. Im Kühlschrank. Das Ei ist egal, oder? Ich denke, es ist egal. Und zwar Insektenheu heute. Ja, es muss das gemeint sein. Da packen wir den hübschen Fleckenmuster überzogen. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, okay. Dann ist das nicht. Dann das. 1. Was? Wieso kann das... Habe ich das Rezept jetzt? Spielzeugkammer? Ja, tatsächlich. Guck mal da. Jeder, der von diesem Hammer getroffen wird, muss so tun, als würde er richtig schlimm wehtun. Als würde es richtig schlimm wehtun. Das ist eine Regel. Erhöhte Chance auf Knockout. Ja, und... Die... Oh, das ist so... Da muss ich aber Insektenpanzer sammeln. Oh nein. Oh nö. Und das soll ich jetzt verstärken? Und das gibt viele Levelpunkte? Oder wie darf ich das verstehen? Guck ich mal, ich guck mal. Ich hab ja hiervon, davon. Ja. Ich seh's. Aber das Ding ist halt. Ich muss halt dementsprechend auch, viel dafür opfern, ne? Insektenhaut ist nicht gerade billig. Ist nicht gerade hier überall vorhanden. Ich mache jetzt kurz mal den Apfelsaft. Nein, nicht hier. Apfelsaft, habe ich gesagt. Oh, es tut aber weh. So, müsst ihr voll sein, ne? Ja. Weil, das ist halt das Ding, ne? Wir können es jetzt bis zum geht nicht mehr verstärken. Und ich denke mal, das Verkaufen lohnt sich auch. Na, wie teuer ist, wie viel wert ist das? 2000 wert, also... Ja, wir senken eigentlich nur die Wert damit, ne? Na, nicht ganz. Aber ich wüsste nicht, warum wir unbedingt das hier herstellen sollen. Das Internet sagt, wir sollen einen Spielzeughammer herstellen. Level lohnt sich. Das soll sich lohnen. Ich meine, ich sehe es nicht, ne? Also aktuell nicht. Ja, Bronze lohnt sich noch mehr. Also Kupfer. Ne, ist doch Bronze. Das ist 68 und das 57. Ne, mache ich das. Das 25%. Ja, 73. Ich weiß nicht. Irgendwie gefühlt. Ist das halt nicht das Wahre, ne? Ist nicht das Wahre. Und normalerweise mache ich das halt. Offscreen. Das reicht jetzt. Hier keine Lust mehr. Und das soll jetzt so viel gebracht haben. Also ich habe jetzt ein Level gemacht. Das bringt ja genauso viel wie als wenn ich das andere Stuff mache. Ja, was soll ich damit? Das kann ich genauso gut auch hier weiter so machen, so das Billigzeug, was ich habe. Aber es war jetzt nur bis da. Ich sehe es gerade. Das soll man machen ab Level 37, so um Mumbai. Okay, ab dann als nächstes wäre ein Apfel-Apfel-Butter. Das, was wir verbessern sollen. Ja gut, dann gehen wir mal schlafen. Probieren wir es mal aus. Komm, wir probieren es aus, nachdem wir mal gleich noch anschließend eine Quest gemacht haben. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt hier so viele Ruhepunkte verloren habe, aber hey.
Ja. Selber, weil ich so lange wach war, ne? So. Ein bisschen muss er verkaufen. Und dann kaufen wir gleich mal Butter. Wäre das was? Will ich ausprobieren? Ja, können wir mal ausprobieren, ne? Also ich hätte Lust. Was ist mit euch los jetzt hier? Seid ihr alle jetzt kaputt? Nee. Aber du noch. Ich muss Tränke. Habe ich Tränke? Ich habe bestimmt noch irgendwo Tränke, oder? Was machst du hier? Was ist eigentlich dein Auftrag? So. Also, ich brauche Äpfel. Das ist nicht so easy zu holen. Äpfel sind gleich zu holen. Und Butter auch. Wir können Butter kaufen, oder? Können wir Butter kaufen? Ich bin der Meinung, wir können Butter kaufen. Ja, ich guck mal nach. Du gießt doch noch ein bisschen, ne? Du machst das schon fein. Hallöchen. Ja, ich bin der herumstreifende Fremde. Was verkaufst du? Gemüse und sowas. Also Butter? Öl. Mehl. Reis. Karotten, Spinat. Ja, nee. Ich suche eigentlich nur Butter. Aber wenn du mir keine Butter verkaufst, verkauft mir keiner Butter. Jetzt sag mir nicht, dass ich mir Butter herstellen muss. Dass mir keine Butter verkauft. Ich habe noch die letzte Chance, noch das Restaurant. Das Restaurant. Wenn der kein Butter hat, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, die freut sich in Honig, in Honigkuchen. Hallo. Ich würde gern Rezept lernen. Ja, gib her, Kochbrot. Verkaufst mir keine Butter? Das ist echt wirklich. Damit habe ich nicht gerechnet. Gemüsesmoothie. Reisbrei. Lachs-Sashimi. Und, ja, nochmal ein Schnapper-Sashimi. Gegrillter Hummer. Donuts. Und Pfannkuchen. So wie ein Liebesauftakt. Ja, ist halt auch nicht so das Wahre, ne? Wir können es. Ach, wir können die Süßkartoffel so verarbeiten. Einzeln sind 140 und das verdoppelt sich, ne? Ja, verdoppelt sich mehr. Marmeladenbrötchen, okay. Ja, wir sammeln mal ein bisschen Äpfel. Na, wir haben, oder? Wir haben. Na, doch, wir sammeln Äpfel. Äpfel und dann muss ich mal Butter herstellen. Ach, ist das ärgerlich. Alles nur wegen Leveln, ne? Alles nur wegen Leveln. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich da so versteife gerade drauf. Keine Ahnung. Frag mich was anderes. Ich hätte halt nur gern wahnsinnig schon jetzt eine bessere Ausrüstung. Weil wir haben jetzt schon Gold gefunden und so langsam sollte man es machen, ne? Ist ja so. Wir haben natürlich Aufträge. Aber komm, es muss auch mal was getan werden, ne? Es muss was getan werden. Die Arbeit ruft.
Die Arbeit ruft auch mal. So, Äpfel mitnehmen. Reiten die schon auf Käfer, ey. Wirklich. Waren hier auch schon Äpfel? Nee, hier war nur Pilz. Boah, schmeiß die doch nicht die ganze Zeit ab. Ja, ich will nur durch. Ich bin auf Durchreise. Ja, also die Lollipop-Dinger, die können wir, die bringen halt nichts zum Leveln, ne? Aber Äpfel, wirklich. Die sind halt wirklich wichtig, irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Also wir brauchen zwei Äpfel und Butter. Aber wieso können wir keine Butter kaufen? Das wurmt mich mega. Wieso können wir hier keine Butter kaufen? Butter. Was verkaufst du? Ich möchte gerne Butter kaufen. Wieso verkauft ihr keine Butter? Ihr verkauft Schokolade, aber keine Butter. Sogar Reismehl verkauft ihr. Öl. Und Mehl, Lupe. Aber nicht mal Butter. Ja, ich weiß, die soll ich selber herstellen. Ich habe die Milch aber jetzt schon in den Kontinister gepackt. Ja, komm, ich gebe euch noch einmal hier. Einmal alle was zu streicheln. Ja, ich gehe jetzt kurz mal eben noch schlafen. Ich weiß, was ihr denkt. So, oh, jetzt gehst du schon schlafen. Ja, wir haben sowieso. Das dauert sowieso. So, ich gehe jetzt schlafen. Ich will das jetzt wissen. Ich will das jetzt einfach wissen. Gut, wir sind sowieso alle dabei. Ja, ich will das jetzt halt wissen. Gib mir her. Ich mache jetzt Butter. Mit dem Mixer. Ja, achso, da unten. Hier, Butter. Wie Fehlschlag. Butter, mach Butter jetzt. So. Jetzt habe ich leider einmal so ein misslungenes Gericht bei mir. Und ich brauche Äpfel. Gut, das wird jetzt... Aber was? Womit denn? Achso, war als Stufe als Schmiede. Okay, ich muss jetzt schmieden. So, Gegenstand herstellen. Nicht kein Rezept benutzen. Das heißt, ich benutze jetzt Apfel, Apfel, Butter. Und daraus stelle ich was her. Na, dann wünsche mir Glück. Das kann nichts werden, oder? Wird das was? Ich glaube nicht. Moment, ich will kurz gucken. Ich bin Level 51, also sollte es hinkriegen. Hab ich irgendwas zu essen? Ja, Apfelsaft. So, nochmal versuchen. Gegenstand herstellen, kein Rezept. Apfel, Apfel. Butter. Na, komm jetzt. Oh, ist das anstrengend. Aber es sind ja, das ist halt das Level, ne? Das ist halt das Level. Auch wenn uns das jetzt nichts bringt. Auch wenn wir jetzt gerade nicht leveln. Also wir leveln schon, aber es bringt uns quasi ansonsten nur langsam voran. Ruhmpunkte? Nee, LP-Prozent, der Prozent, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Alle hol, in den Hohl. Nee. Ja, immerhin etwas. Ruhmpunkte 40%. Oder so. Nee. Gar nichts. Es bringt nichts. Ich will halt ein bisschen herumprobieren gerade. Und dann mache ich mit euch zusammen.
Ja. Ja, brauche ich ja eh nicht mehr sonst. So, erstmal. Süßkartoffeln. Füllt das wieder auf? Ruhepunkte 25%? Ja. Okay. Und davon haben wir ja eine Menge, ne? Davon haben wir eine Menge. Ja, da. Da freut er sich. Ah, ich will es halt wissen, ne? Ich will es halt jetzt wissen. So. Dann ess mal. Ein, zwei und Buddha. So, nochmal. Wir haben jetzt Zeit. Ein Lolli. Genau das wollte ich. Und das sollen wir jetzt mit Altmetall verbessern. Gegenstand verbessern. Lolli. Guck mal, der ist beim Verkaufen auf 7800 wert, ne? Ist halt auch nicht teuer in der Herstellung. Na gut, aber Level 851, das dauert halt lange, bis man da ist, ne? Und den mit Altmetall verbessern. So, wir haben da. Gucken wir mal. Mal schauen. Alter, guck mal, 10.000 bringt er mittlerweile. 11.000. Ja, wird immer weniger die Erfolgsquote. Aber noch geht das. Ein Level haben wir schon gemacht, dadurch. Ja. Komm, kriegen wir einen noch hin, ja, ne? Ja. So, dann habe ich jetzt... Ich level mit euch jetzt einmal. Ich level jetzt einmal mit euch. So, essen. Nicht herstellen, wir wollen ihn verbessern. Ne, das hier bei uns, da. So. Chance natürlich immer geringer, aber der ist halt viel wert, ne? Ist halt viel wert. Guck mal, 16.000. Ah, 30%. Die Erfolgsquote ist jetzt nicht so niedrig. Und guck mal, und schon perfekt eigentlich kann's. Besser kann es ja gar nicht werden. So, da müssen wir das Rezept jetzt aber auch haben, ne, mit dem Lolli. Ja. 60. Erfolgsquote ist 30%, also. Und man hat, kriegt halt auch keinen Fehlschlag beim Essen. Danke. Meine Güte. Das ist halt das Positive. Ja, nun, aber das ist halt die Sache. Man muss aber auch erstmal alles haben, ne? Und der Lolli ist jetzt auf Stufe 10, ist halt ganze 19.000 wert. Okay, also das Rezept, was ich im Internet gefunden habe, ist halt wirklich ganz gut. Okay, damit bin ich zufrieden. Ich habe nur nicht, wenn man das Rezept allerdings noch nicht hat und nur auf Raten hier spielt, ist das natürlich ein bisschen, ja, frustrierend, wenn man halt nicht weiß, ob das wirklich auch wirklich das Rezept ist. Vor allem ist die Erfolgsquote wirklich nicht niedrig. Klar. Man kann auch mal Pech haben, ne? Ah, es tat aber weh, Alter, schon wieder. Das tat schon wieder weh. Ja, aber ich denke, es reicht. Ihr wisst jetzt, glaube ich, wie es hier gehandhabt wird. Ja. Das verkaufe ich. Gibt ja auch viel Geld. Also die Milch behalten. Also Apfel, Apfel, Butter. Also die, aus dem Milch Butter herstellen und dann zwei Apfel. Ab Stufe 51 könnt ihr es schmieden, soweit ich weiß. Vorher ist das immer ein bisschen, glaube ich, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob es sogar unmöglich ist. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare posten. Aber das ist halt die einzige Möglichkeit, wo ich wirklich sehe, das ist halt, wie man das Schmieden am effektivsten levelt. Du brauchst es nicht. So, dann will ich mit euch den Tag hier noch zu Ende bringen. Auf der Farm. So, Ruhepunkte aufsammeln. Naja, das will ich halt nicht mehr. Kann ich verkaufen. So. Ja, das ist eigentlich fertig soweit, ne? Gut, würde ich sagen.
Schmieden ist erfolgreich gelevelt. Ihr wisst jetzt, wie das gemacht wird, wie ich hier leveln tue. Anders ist, aber es ist halt wirklich nicht kompliziert. Aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt, dass die Äpfel doch sehr wertvoll sind. Krasse Sache. Und Altmetall. Behalt den Mist. Behalt den Mist. Wirklich. Gut zum Leveln. Ihr habt es gesehen, wie man levelt. Mit dem Metallschrott. Ist begrenzt verwendbar und wird da auch nur in begrenzten Mengen geliefert. Ja, und das kann man halt überall finden. Gut. Heute mal ein bisschen längerer Part, aber nur um euch zu zeigen, wie ich hier in Zukunft leveln werde. Brauche ich es ja nicht wiederholen. Und damit haben wir uns jetzt innerhalb kürzester Zeit, wie groß ist Schmieden? 54, 6 Level noch, das kriegen wir easy hin. Zwei, drei Lollis und dann ist das auch schon, dann ist der Lachs gegessen, dann können wir damit auch easy auf Level 80 sogar. Aber wobei, da brauchen wir Platin für, um die besseren Werkzeuge davon zu holen, aber das ist noch in den, das steht noch in den Stellen, weil Platin ist ja noch seltener als Gold, ne? Und wir brauchen jeweils immer 3 Stück davon. Gut, das war es auch wirklich gewesen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert bei der nächsten Fassung und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!